Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es einen ganz besonderen Buchtipp von mir. Und zwar habe ich einen Fantasy-Roman gelesen, der sich in zwei Bände verteilt, der mich wirklich unheimlich fasziniert hat und den ich euch ganz, ganz arg ans Herz legen möchte. Eine kleine Vorgeschichte, wie ich zu diesem Buch kam. Ich habe von der Schriftstellerin eine E-Mail bekommen oder eine Nachricht über Facebook, ob ich ihren ersten Band ihres Fantasy-Romanes gerne lesen würde, rezensieren würde. Ich habe mir dann das Buch näher angeschaut und war gleich sehr angetan. Ich dachte, oh ja, das ist was für mich. Ich mag im Moment sehr gerne Fantasy-Romane. Und so hat sie mir das erste Band als E-Book zur Verfügung gestellt. Ich habe auch relativ schnell angefangen, es zu lesen und stellte sehr schnell fest, wie begeistert ich von diesem Roman war. Er hat mich so gefesselt und ja, als ich ihn zu Ende gelesen habe, habe ich die Schriftstellerin kontaktiert und habe darum gebeten, sowohl Band 1 als auch Band 2 als Printausgabe zu bekommen, weil ich der Meinung bin, dass diese Romane einfach in mein Bücherregal gehören. Wir haben uns dann in einem Café getroffen, 3 Stunden geschwätzt und über Band 1 gesprochen. Und ja, die Schriftstellerin war mir sofort sympathisch, unheimlich natürlich. Ja, und ich habe dann auch Band 2 ausgehändigt bekommen von ihr. Und als ich zu Hause war, habe ich gleich Band 2 gelesen. Und meine Begeisterung hielt sich wirklich nicht in Grenzen. Ich war so angetan von diesem Fantasy-Roman. Wir haben uns dann wieder getroffen. Statt 3 Stunden waren es diesmal 5 Stunden, die wir uns unterhalten haben. Über Gott und die Welt gesprochen, über ihre Bücher gesprochen. Sie hat mir dann noch 2 ihrer allerersten Bücher gegeben. Aber diese zweiteilige Reihe, die ich euch jetzt zeige, das ist so das Herzstück von ihr. Und ja, ich lege sie euch auch ans Herz. So, und jetzt wollt ihr wissen, von wem ich spreche und über welche Bücher ich spreche. Ich spreche von der Self-Publisherin Annie Sherwin, die über Amazon ihre Bücher vertreibt. Und Band 1 des Fantasy-Roman, wo ich euch ans Herz lege, ist Mia Suna Seelensturm. Und jetzt schaut euch doch allein dieses Cover mal an. Ist das nicht wunderschön? Diese 2 Mädchen, umrundet mit diesen grünen Ornamenten. Das ist Band 1. Und Band 2, über den ich natürlich nichts erzähle, weil ich will euch ja nicht spoilern. Amy Sherwin, Mia Suna, Seelenfeuer. Und auch dieses Cover. Es hat mich so angesprochen. Und als ich die Bücher in der Hand gehalten habe von der Amy Sherwin, ich habe nur drauf geschaut und dachte, boah, das ist so toll. So ein ansprechendes Cover. Ja, und jetzt möchte ich euch gerne erzählen, um was es in Mia Suna geht. Mia Suna Seelensturm ist am 8. November 2013 erschienen und Mia Suna Seelenfeuer am 31. März diesen Jahres. Man bekommt die Taschenbücher ausschließlich bei Amazon. Die E-Book-Ausgabe bekommt ihr sowohl bei Amazon als auch bei Weltbild und, soviel ich weiß, auch bei Thalia. Annie Sherwin ist eine Self-Publisherin, ich glaube, ich habe es schon gesagt, und ja, macht also alles, was ihre Bücher betrifft, ob es das Cover ist, ob da hat sie natürlich jemand beauftragt, aber sie hat es selber so zusammengestellt oder ja, alles macht sie selber und das bewundere ich sehr. Es ist oftmals, werden ja so die Self-Publisher etwas
ja, so ein bisschen abgetan, aber nachdem ich Amy Cherubins Bücher gelesen habe, interessiere ich mich sehr für Self-Publisher und werde da auch ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf haben. Aber jetzt endlich zu dem Buch. In diesem Buch geht es um die Zwillingsschwestern Jade und Amy. Jade ist ein Mädchen, das sehr bodenständig ist, das sehr, ja, zielstrebig ist und ja, sie ist mit dem Leben, das sie so führt, eigentlich ganz zufrieden. Amy dagegen ist der krasse Gegenteil. Sie interessiert sich für alles, was Mädchen normalerweise interessiert: Schminke, Klamotten und Jungs. Sie ist also wirklich das ganz anders wie Jade. Beide leben bei ihrem Onkel Finlay in einer Villa und das Besondere an dieser Villa ist, dass ein riesengroßes Grundstück drumherum ist und um dem Grundstück eine Mauer gezogen wird. Überall auf dem Grundstück, egal wo man hingeht, findet man Überwachungskameras und überall ist die Security. Jade und Amy dürfen das Gelände auch nicht ohne die Security verlassen. Ob sie zur Schule gehen, ob sie mal in die Stadt möchten oder egal was sie vorhaben, die Security ist immer dabei. Die beiden wundern sich natürlich schon, warum Onkel Finlay so eine Angst um sie hat. Sie bekommen sogar von einem Chinesen, Mr. Chang, Kampf und Kampftraining beigebracht. Und Jade ist da eigentlich mit vollem Herzen dabei. Das macht ihr Spaß. Das ist so das, was sie begeistert. Amy dagegen wird sich lieber für andere Dinge interessieren, aber Onkel Finlay zuliebe nimmt auch sie bei dem Training, an dem Training teil. Beide wissen aber im Endeffekt nicht, warum Onkel Finlay, das alles macht, um sie zu beschützen. Eines Tages dann hört Jade ein Gespräch zwischen Onkel Finlay und einem ihr unbekannten Mann. Sie hört, wie dieser unbekannte Mann, Onkel Finlay, erzählt, dass Amy in Lebensgefahr ist, dass sogenannte Taluris unterwegs wären, um Amy zu töten. Jade ist natürlich geschockt. Wer soll ihre Schwester töten? Die hat doch niemandem etwas getan. Und wer sind die Taluris? Und so stürmt sie in das Zimmer und stellt ihren Onkel zur Rede. Sie möchte wissen, wer es auf Amy abgesehen hat. Und schließlich erzählt Onkel Finley ihr eine ganz unglaubliche Geschichte. Amy und Jade wären Illustris. Sie wären Wesen, die heilende Kräfte hätten. Und da wären die Taluris. Und die Taluris haben sich zur Aufgabe gemacht, alle Illustris, die es auf der Welt gibt, zu töten. Und nun wäre wohl ein Taluri unterwegs, um Amy zu beseitigen. Jade ist natürlich geschockt. Sie verspricht Onkel Finlay, Amy mit ihrem eigenen Leben zu beschützen und alle, weil sie ja auch im Kampfsport viel weiter ist wie Amy. Sie kann sich unheimlich gut verteidigen und so verspricht sie Onkel Finlay, auf Amy aufzupassen und alles zu tun, damit ihr nichts passiert. Eines Tages spürt Jade plötzlich ein ganz heißes, ja schon fast kochendes Gefühl in ihrem Körper und auf ihrer Haut bilden sich eigenartige Ornamente und sie weiß eigentlich gar nicht so richtig, was los ist, wie sie schließlich ein paar Meter von sich entfernt einen Taluri sieht, nämlich den Taluris, der gekommen ist, um Amy zu töten. In Jade erwachen jedoch ganz eigenartige, zwiespältige Gefühle. Auf der einen Seite ist da der Hass und ihr Körper reagiert mit einer Hitzewelle, die diesen Hass noch richtig schürt. Und auf der anderen Seite sieht sie diesen Taluris und sie ist eigenartigerweise ganz angetan von ihm und findet ihn interessant. Und ja, diese Gefühle in ihr sind auch wieder für sie unverständlich. Sie fühlt sich, obwohl sie diesen Hass spürt, trotzdem zu diesem Taluri hingezogen.
Mehr verrate ich euch nicht von der Geschichte. Es handelt sich hierbei auch nicht um einen Liebesroman. Auch die Liebe spielt eine Rolle in diesem Roman, aber es geht in erster Linie auch um den Kampf zwischen den Taluris und den Illustris und den Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Illustris zu beschützen, eben weil sie diese heilende Kräfte haben. Es handelt sich auch hierbei bei den Taluris nicht um Vampire, Werwölfe, Feen oder Engel. Nein, Annie Cherubin hat es geschafft, etwas ganz Neues für mich zu schreiben. Ich habe in diese Richtung noch kein Fantasy-Roman gelesen. Und das hat es genau für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht. Dass es was Neues war, dass es aufregend war, dass es, ja, sie hat einen so tollen Schreibstil, dass man das Gefühl hatte, mitten in dem Geschehen dabei zu sein. Sie beschreibt alles so genau und so farbenreich, dass man wirklich das Gefühl hat, ich bin mittendrin, ich erlebe das gerade richtig mit. Man zittert mit Jade, mit Amy mit und hat genauso, aber ja, lest es einfach durch, ihr werdet verstehen, was ich meine. Es ist ein Buch sowohl für die weiblichen wie auch für die männlichen Leser, weil gerade diese Kämpfe zwischen den Taluris und den Illustris ist wirklich, die Spannung ist da so krass und so aufregend, dass es wirklich für jeden was ist. Wenn ihr Fantasy-Romane liebt und wenn ihr mal was ganz anderes lesen wollt, nicht immer nur eben über die Vampire und. Nein, es ist was Neues und es ist was Aufregendes. Der Schreibstil ist unheimlich toll. Sie geht auf die ganzen Protagonisten, die da mitspielen, auf jeden geht sie ein und jeder stellt was Besonderes dar. Und das hat mich so fasziniert. Ich konnte mich in jeden dieser Protagonisten so gut reinversetzen. Und Jade ist mir so ans Herz gewachsen. Ich wünschte mir, es würde einen dritten Teil geben, aber es ist ein Zweiteiler. Und beide sind einfach hervorragend. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr es lesen wollt, holt sie euch beide. Sie gehen übergangslos vom ersten, es geht übergangslos vom ersten in den zweiten Band. Und nur wenn ihr beide lest, versteht ihr zum Schluss, warum im ersten so einiges passiert. Was ich so ein bisschen noch anmerken möchte, ist einfach, dass ich der Meinung bin, dass diese zwei Bänder in einen Buchhandel gehören. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn man diese Romane, diese zwei Cover in einem Buchhandel auf dem Tisch sehen würde, würden viele, viele dieses Buch kaufen. So ist eine Self-Publisherin einfach darauf angewiesen, auf Mundpropaganda angewiesen. Und ich finde, auf so jemand sollte ein Verlag einfach sein Augenmerk legen. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Verkaufshit wäre. Gerade wenn man den Klappentext vom Band 1 liest, ich bin davon überzeugt, das Buch würde einfach so laufen. Schade, im Moment hat sich noch kein Verlag dazu geäußert, aber vielleicht durch mein Video wird vielleicht der ein oder andere Verlag, der ja auch mit mir in Facebook befreundet ist, darauf aufmerksam. Annie Cherubin ist eine tolle Schriftstellerin, die es versteht in Farben, in ihrer Sprache, sie versteht es alles so toll, sich auszudrücken, und es war wirklich hervorragend. So, jetzt höre ich auf mit meiner Schwärmerei. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Holt euch's, lest, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie es euch gefallen hat. Sowohl über meine
Homepage www.nadis-bücherwelt.cimdo.de oder über Facebook. Ihr findet mich überall und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann. Tschüss.